Auf der gynäkologischen Station braucht Dr. Emma Heidmann starke Nerven. Tag, Frau Doktor. Das ist meine Tochter Diana. Die hat schon seit mehreren Wochen Schmerzen und Krämpfe. Und jetzt heute war das ganze Bett voll Blut. Also ich denke mal, die hat sich irgendwas geholt. Also, guten Tag, mein Name ist Heidmann. Ja, ich bin hier die verantwortliche Frauenärztin und es geht um die junge Dame. Richtig? Ja, meine Tochter. Gut. Wie gesagt, die ist, so, das ich, ist ja, ich hab, aber seit Tagen, seit Wochen ist Mama, das schon. Ich habe einfach total Schmerzen. Ja, und okay. Ich habe auch beim Geschlechtsverkehr geblutet. Ich habe das halt noch nie gehabt. Angst, das ist bestimmt der Freund, der hat dir irgendwas angedreht. Mama, also, hör doch auf, immer sowas zu sagen. Ja, nee, das... Okay, Sie haben Pause, ja? Moment, das ist meine Patientin, richtig? So, also, Sie haben geblutet, Periode gehabt oder außerhalb der Periode oder wie war das? Nee, plötzlich? Ganz plötzlich. Wir hatten eine junge Dame, 27 Jahre, die kam wegen Unterbauchschmerzen und Blutungen, die ein bisschen ungewöhnlich waren, zur Abklärung. Das Problem war nicht ganz ohne, aber das noch größere Problem war die Mutter, die sich ganz merkwürdig und sehr aufdringlich verhielt. Kann das denn einen Grund haben irgendwo, dass der Freund da irgendwie ihr was angehängt hat? Oder, weil das ist ja nicht normal. Das verstehe ich, dass das also, nicht normal ist. Das ganze Laken war vom Blut, als ich nach Hause kam. Ja, okay. Also ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen, aber erst muss ich... Ne? Keine Diagnose durch die Hose, das geht einfach nicht. Ne? Das ist bestimmt von dem Freund. Von der harmlosen Sexverletzung bis zur ernstzunehmenden Erkrankung. Die Ursachen für vaginale Blutungen sind vielfältig. Im Fall von Patientin Jana ist zudem das übergriffige Verhalten ihrer verwitweten Mutter bedenklich. Ich bin nicht nett. Oh, das blutet aber ordentlich. Was? Das kann doch nicht sein. Mama, hallo, hör doch auf, geh doch da weg. Was soll das? Ich mal sehen. Mama, hallo. Was denn? Hör doch auf. Ich bin doch deine Mutter. Ist wie peinlich. Hallo. Jetzt aber mal, ne? Was soll sowas denn? Also, ja, wirklich. Ich bin doch deine Mutter. Mama, das ist mir total peinlich. Du kannst doch nicht einfach da reingucken. Naja. Okay. Das ist aber viel Blut. Jo. So, ich mache jetzt noch einen Ultraschall. Jetzt müssen Sie noch mal tapfer sein, ne? Ja? Ich konnte Frau Schreiber kaum untersuchen. Sie hatte Schmerzen. Ich habe festgestellt, dass die Bauchdecken sehr gespannt waren. Sie gab unspezifische Symptome an. Dann fiel eine Blutung ins Auge, die nicht mit der Periode zusammenhing. Aber ich konnte mich gar nicht auf die Untersuchungen konzentrieren, weil die Mutter mir dauernd dazwischen kam. Darf ich nicht doch mal gucken? Mama! Nein! Ja. Ich hoffe, vor dir guckt einer zwischen die Beine. Also ich habe festgestellt, dass ein Problem im Bauchraum war, was ich auch erstmal nicht so richtig zuordnen konnte. Das zweite war die Blutung. Das hing nicht unbedingt miteinander zusammen. Und ich hatte Angst, dass eben halt der Muttermund eine HPV-Infektion hatte. Und das wäre dann doch ein größeres Problem geworden. Sie können sich aufsetzen und wir beide gehen mal raus. Ne? Wir reden mal. Ich will doch wissen, was hier los ist. Ja, das verstehe ich, aber wir beide gehen jetzt mal vor die Tür. Das ist bestimmt von Ihrem Freund. Ja, jetzt ist aber mal gut. Du kannst doch nicht die ganze Zeit gegen meinen Freund sticheln. Die familiären Spannungen machen eine konzentrierte Untersuchung nahezu unmöglich. Deswegen ist es für Dr. Emma Heidmann an der Zeit, ein ernstes Wort mit der Mutter ihrer Patientin zu sprechen und die Witwe in ihre Schranken zu weisen. So geht es nicht. Ja? Sie ist 27 aber Jahre alt und Sie können nicht während der Untersuchung... Caro, was machst du denn jetzt hier? Mama, ja? Hast du dich jetzt hier schon wieder eingemischt und alles? Entschuldigung, nein, ich bin die Schwester. Diana, geht's nicht was gut? Was hast du denn gemacht? Nichts. Also die Tochter, die kam, hat sofort erfasst, wie die Mutter mal wieder drauf ist. Also schien das ja nicht das erste Mal zu sein.
Im Grunde genommen tat die Mutter mir auch leid. Sie wollte ihre Küken in Anführungsstrichen beschützen und wurde dafür abgestraft. Und sie kam mir hinterher auch so ein bisschen verlassen vor und einsam. Und vielleicht hat sie es ja wirklich nur gut gemeint. Aber das kam nicht gut an bei den Damen. Meine Mutter ist immer eine Übermutter. Sie muss sich immer überall einmischen. Ja, das ist wirklich peinlich und das tut mir leid. Und ich glaube, wir gehen jetzt mal in die Cafeteria. Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Nehmen Sie die mit. Wir müssen jetzt hier mal unsere Arbeit machen. Medizinerin Dr. Emma Heidmann ist erleichtert, dass sie dank Janas Schwester nun ungestört mit ihrer Patientin sprechen kann. Denn zum jetzigen Zeitpunkt hat die Gynäkologin keine besonders guten Nachrichten für die 27-Jährige. Im Bauch ist da was, was in Richtung Endometriose gehen könnte. Ja. Endometriose ist Gebärmutterschleimhaut, die an Stellen ist, wo sie eigentlich nicht hingehört. Die kann die Probleme machen, die Bauchschmerzen machen. Das Blut erklärt sich da leider nicht durch. Der Muttermund, der sieht auch nicht so ganz astrein raus. Das heißt jetzt in erster Linie noch nichts Schlimmes, aber es kann mal sich um eine Ektopie, das ist so eine Gebärmutterschleimhautausstülpung am Muttermund sein. Es kann auch mal eine HPV-Infektion sein. Und das steht für humane Papillomaviren. Sowas kann mal in Richtung, naja, ich will nicht sagen Krebs, ne, aber das kann schon mal eine Veränderung sein, die durch diese Viren hervorgerufen wird und die nicht ganz harmlos ist. Also, ne, ohne jetzt Bange machen zu wollen, das Spektrum, was es sein könnte, ist relativ groß. Ja, und ich krieg keinen Krebs. Naja, also den Abstrich haben wir gemacht. Das hat auch ziemlich geblutet. Okay. Das Ergebnis brauchen wir erstmal. Nur für die andere Abklärung müssen wir tatsächlich operieren und eine Bauchspiegelung machen. Ne? Ja? Das ist ganz wichtig, weil sonst kriegen wir es A nicht geklärt und B gehen ihre Schmerzen nicht weg. Ja? Also das ist schon eine wichtige Sache, vor allen Dingen. Ist das eine große OP oder? Nee, aber Mensch, wenn das wirklich Endometriose ist, dann hat das unter Umständen weitreichende Folgen für Kinderwunsch und solche Sachen. Das kriegen wir aber in den Griff. Nur wir müssen es wissen, es gibt keine andere Möglichkeit, eine Endometriose zu diagnostizieren, außer der Bauchspiegelung. Ne? Und die Blutung müssen wir ja, haben wir ja auch noch. Also haben wir zwei Baustellen. Es kann ganz harmlos sein, es kann aber auch richtig Stress machen. Blutungen während, vor oder nach dem Geschlechtsverkehr haben immer irgendeine Ursache. Die kann harmlos oder auch kompliziert sein. Es können Verletzungen beim Verkehr sein. Vielleicht Spielzeug, das man benutzt hat und nicht hätte benutzen sollen. Vorzeitige Regelblutungen, Schwangerschaften. Also die Bandbreite ist groß. Aber es gibt auch gefährliche Blutungen, die was mit Krebs zu tun haben und Ärzten Erkrankungen zu tun haben. Und deswegen ist es sicherer, alles abklären zu lassen, dass man ganz beruhigt ist, dass es nichts Schlimmes ist. Während Zahnarzthelferin Jana stationär aufgenommen wird, informiert Dr. Emma Heidmann mit deren Einverständnis die Familie der 27-Jährigen über das weitere Vorgehen. Als obendrein der Lebensgefährte der jungen Patientin in der Klinik auftaucht, kocht die Stimmung erneut hoch. Was machst du? Na, alles gut? Ja, selbst. Hör mal, was hast du der Jana angedreht? Ich hab dir gar nichts angedreht. Ich wollte dir nur ein paar Sachen vorbeibringen. So nett. Dann hat sie ein paar Sachen hier. Ja. Wo hast du die Sachen her? Die hatte sie noch bei mir. Ja, ist doch jetzt auch völlig egal, wo der die Sachen her hat. Hauptsache Jana hat ein paar Sachen, oder nicht? Ja, aber wieso hat sie... Na, Simon? Ja. Ja, ist doch, die braucht sie doch. Der Freund von der Jana, der Simon, machte auf mich einen sehr sympathischen Eindruck. Doch auch er wurde ganz schnell von seiner Schwiegermutter ins Bett zusammengefaltet. Und ich merkte, da war irgendein Disput oder ein Geheimnis, was man nicht rauskriegen sollte. Schwester und Freund wussten das und die Mutter stand da und wusste nicht. Aber ich habe mich dann rausgehalten und habe gedacht, das müssen die selber klären. Jetzt warten wir erst mal. Es ist ja noch gar nicht geklärt, was es ist. Warten jetzt ab. Warten Sie gerade. Wieso hat der die Sachen? Der kann doch gar nicht bei uns in die Wohnung rein. Das ist Ihr Freund. Natürlich hat er ein paar Sachen. Karos Worte sind jedoch nur die halbe Wahrheit. Schon bald soll sich erweisen, dass Patientin Jana ihrer Mutter etwas Entscheidendes verheimlicht. Doch zunächst braucht eine Schwangere Hilfe, bei der ein gut gemeinter Tipp das Gegenteil bewirkt. Ich habe morgens immer Übelkeit, diese Morgenübelkeit, und die geht einfach nicht weg. Ich habe schon ein bisschen im Internet geguckt und dachte, Ingwertee könnte vielleicht helfen, und ich trinke auch jede Menge davon, aber
Es wird und wird nicht besser und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Das geht einfach nicht weg. Wow. Die ganze Kanne? Die ganze Kanne? Ja, so am Tag, ja, eine Kanne so, ja. Da ist bestimmt anderthalb Liter drin, oder? Mein Leber. Ja, ja. Soll ja helfen. Also ich verstehe es auch nicht. Ich trinke schon so viel und es hilft einfach nicht. Also grundsätzlich ist Ingwer in der Schwangerschaft und Ingwertee gut gegen Übelkeit. Aber als ich dieses Monster von Thermoskanne sah, da kriegte ich also doch so einen Verdacht. Ich gucke da jetzt so fasziniert hin. Ja, haben Sie vorher auch immer so viel Ingwertee getrunken? Nee, ich habe dann erst damit angefangen. Okay. Also ganz ehrlich, ich würde mal nicht ausschließen, dass Ihr Problem genau von diesem Ingwertee herkommt. Versuchen Sie es mal mit anderen Tees, mit Früchtetee, auch mal ein bisschen stilles Wasser. Okay. So. Und was ist, wenn die Übelkeit nicht weggeht? Naja, es gibt natürlich auch erstmal ab 13. Woche geht die auch schon von alleine weg. Dann gibt es andere Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man mit Akupressur arbeiten. Es gibt hier so Druckpunkte, da kann man draufdrücken. Da gibt es auch ein Bändchen, das man so draufdrücken kann. Das wirkt ganz gut. Dann kann man mit Düften arbeiten. Und vor allen Dingen sollte man sich nicht so viel Sorgen machen. Früher war man gute Hoffnung, heute böser Vorahnung. Heute gibt es das Internet. Da macht man sich schlau. Und da prasseln so viel Informationen auf einen ein, dass man das gar nicht so richtig verarbeiten kann. Und dann hat man immer Angst, dass was mit dem Baby ist. Diesmal war jedoch glücklicherweise lediglich Ingwertee der Ursprung allen Übels. Einen Tag darauf gibt es auch für Patientin Jana Neuigkeiten. Dr. Heidmann möchte der 27-Jährigen das Ergebnis der Bauchspiegelung persönlich überbringen. Wir haben alles entfernen können, alles wie neu, alles aufgeräumt, ganz super. So, also kommt das jetzt doch von Simon, von dem Geschlechtsverkehr? Nein, definitiv nein. Der junge Mann hat damit nichts zu tun. Ja? Vielleicht wirklich kannst du das Thema dann jetzt auch mal ruhen lassen. Jetzt hast du es gehört, er hat nichts damit zu tun. Ja, Mama, es reicht wirklich langsam mal. Und dann will ich noch mal weiter erklären. Der HPV-Test war negativ, also wir haben es nicht mit Viren zu tun. Da ist so ein bisschen, wir nennen das Portioektopie, das heißt, da hat sich Gebärmutterschleimhaut um den Muttermund gelegt und die ist empfindlich. Und da kann es eben halt beim Verkehr mal zu kleinen Blutungen kommen. Wir haben das verödet, verschorft. Das dürfte jetzt eigentlich nicht mehr kommen. Aber sie muss sich jetzt schonen, ne? Dann ich mache dir das zu Hause richtig schön. Ich bin aber auch kein kleines Kind mehr. Ich finde das ja klasse, wie du dich kümmerst, aber es reicht. Vielleicht solltest du Mama jetzt mal erzählen, was los ist. Wie? Was sollst du mir erzählen? Ja, Mama, es gibt da einfach was ich dir sagen muss. Es ist halt so, Simon hat halt gesagt, dass ich auch bei ihm bleiben kann und ich habe auch schon ganz viele Sachen da und du musst mich einfach mal loslassen. Nee, das... Mama, mach jetzt keine Show, bitte. Im Theater. Ist doch Kindergarten. Das bringt doch nichts. Aber dann bin ich ja ganz allein. Mama, guck mal, ich verstehe, dass du Angst hast und mir geht das auch alles nah mit Papa und Ich bin aber erwachsen, ich bin 27 Jahre alt. Du musst mich einfach mal auf eigenen Füßen stehen lassen. Du kannst doch auch stolz darauf sein, dass du zwei Töchter hast, die so selbstständig sind. Also das würde ich auch unterstützen. Die machen das toll, die beiden. Ja, ihr habt und ja sie recht. Kriegt das auch hin, sie ist so selbstständig. Danke. Ja, ihr habt recht, ich muss lernen zu los. Aber wie gesagt, seitdem der Papa tot ist, ich bin so allein in dem Haus und... Wenn du jetzt auch ausziehst, ich was... Mama, du kannst auch immer zu uns kommen, wir kommen zu dir. Ich bin ja immer noch dein Kind. Wir beide sind immer noch deine Kinder. Wir sind ja nicht aus der Welt. Du meinst also, ich muss wirklich jetzt... Ja, das klärt die Familie. Gib dir einen Ruf, Mama, wir schaffen das. Also, alles wird gut. Das heißt, das Medizinische muss man natürlich im Auge behalten. Und wir haben alles wieder so gemacht, dass sie beschwerdefrei und auch gesund entlassen werden konnte. Natürlich sind regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen bei ihrem Haus, bei ihrem Frauenarzt ihr angeraten worden. Ich glaube, die Mutter wird den Schock verdauen und sollte sich vielleicht mal anderen Aufgaben zuwenden und sich nicht nur wie eine Übermutter mit ihren Kindern beschäftigen. Bereits eine Woche später ist Zahnarzthelferin Jana bei ihrer Mutter aus und bei Lebensgefährte Simon eingezogen. Damit sich Witwe Claudia zu Hause dennoch nicht einsam fühlt, hat die 65-Jährige einen Hund aus dem Tierheim adoptiert.